Herzlich willkommen von der New York Stock Exchange. Ich bin Manuel Koch. Ein Klassiker im Portfolio, vielleicht der Klassiker überhaupt, ist der Nebraska Furniture Mart. Das Unternehmen sitzt vor der Tür und Buffett selbst hat dort eingekauft. Der Nebraska Furniture Mart gehört in Deutschland wohl zu den bekanntesten Investments von Buffett. Der Möbelhändler hat seinen Sitz nicht weit von Buffetts Holding Berkshire Hathaway entfernt in Omaha. Der Händler gilt als größter Einrichtungsladen in ganz Nordamerika. Es gibt nicht nur Möbel, sondern auch Haushaltsgeräte, Elektronik sowie Fußböden. 1983 kaufte Warren Buffett eine Mehrheitsbeteiligung der Gründerin Rose Blumkin in einem berühmt gewordenen One-Handshake-Deal. Buffett hatte weder die Bücher durchgesehen noch das Inventar geprüft. Er verließ sich ausschließlich auf den eigenen Sinn und auf seine Eindrücke als Kunde sowie den guten Ruf der Blumkins. Mittlerweile hat das Unternehmen immerhin 4 Standorte in den USA. Die Besucher der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway besuchen regelmäßig die Party am Freitagabend vor der Versammlung.